Ja, dann müssten wir sogar relativ an der Kante da vom Meer hochkommen. Ich glaube, ich weiß dann sogar, wo das ist. So, ich habe jetzt auch keine Fackeln mehr. Erstmal, aber die brauchen wir jetzt Eisen, auch nicht. So viel Eisen wie hier ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Und Salz, 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 Salz. Ja. Ich weiß, was ich damit machen soll. Aber Surtis Quartz, also hier das Quartz von Applied Energistics ist auf jeden Fall auch von der Quarzform her genügend da, von dem Dust allerdings nicht. Aber da ist ja nun der große Vorteil, dass man da dann halt auch den Nether Quartz benutzen kann. Achtung, es ist etwas weiter bis an die Wasseroberfläche. Ja, dann ist es doch nicht der Schacht. Also ich hab's geschafft, ich bin oben. Ja, und fall an der nächsten Ecke wieder rein. Gut, dass hier gleich Wasser ist. Schwimm schneller. Ja genau, die Ecke hier meinte ich. Ja, da bin ich gerade reingefallen zum zweiten wieder. So, ab nach Hause erstmal. Kommt man da auch direkt runter? Nee, da kommt man nur in eine kleine Höhle. Gut. So, dann wollen wir den Kram mal verarbeiten, wa? Oh ja. Wenn man das alleine mal eine Iron Pickaxe in der Hand zu haben, dann für die ganz anderen Materialien, ne? Jo. Ich schmeiß erstmal alles gelöt hier rein. Das brauchen wir auch. Es wäre schön, wenn man diese Diamond-Schilder irgendwie zerschreddern könnte und er würde Diamonds rausbekommen. Wenn es ein oder zwei wären, ne? Könnte man vielleicht, da es dafür leider kein Crafting-Rezept gibt, wird das wahrscheinlich nicht gehen. Ansonsten Richtig. Hätte ich gesagt, wir müssten in den Twilight Forest und uns einen Uncrafting-Table basteln. Stimmt, aber ja, da man die Dinger auch nicht craften kann, ne? Richtig. Richtig, da es ja nur ein Mob-Drop ist, ist die Wahrscheinlichkeit dafür relativ gering. So. So, wo hättest du gerne Fenster und wo nicht? Den Kobbel kannst du wieder rausreißen. Wie willst du so eine Dreier? Na, okay, gut. Nein, da kommt Holz lang. Und wie willst du denn die Fenster machen? Willst du dann nur so einer Fenster machen? Jo, Moment, ich zeig's dir. Ich habe ja noch normales Holz dabei. Oh, doch, Zweierfenster. Zweierfenster. Ja. Okay, alles klar. So. Aber trotzdem wieder so einer Fenster, so Schießscharten quasi. Ja, zumindest kommt nichts rein und es passt. Es ist ein kleines, putzliges Bauernhäuschen, ne? Also. Oh, okay, alles klar. So verstanden. Ich glaube, ich tue noch mal ein paar Fackeln bauen. Hier, für dich sind auch noch ein paar da. Liegen vor der Workbench. Okay. Dann kann ich nämlich hier außen auch nochmal lang fackeln. Wie viel Eisen hast du hier reingelegt? Gut. Ja, in der einen habe ich jetzt erstmal den ganzen Seeds und Tinkers Construct. 8, 16, 24, naja gut. Machen wir mal. 3. String, kaputter Bogen, Gammelfleisch, Seeds, Copperberries. Wir brauchen einen Keller. Ja, die Berries, die Ore-Berries kannst du leider nicht. Ich weiß, ich hab bis auf, ich glaube, die Goldberries fehlen mir noch. Ansonsten habe ich schon jede Sorte von den 6. Latinus Slime, Diamond. Es ist für dich auch ungewohnt, dass ich ein bisschen vorbereitet bin, oder? Ja, es ist mehr als. Aber das nimmt ein bisschen Arbeit von mir ab. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, brauchst du mir zumindest so grundlegende Sachen über Smeltery und so nicht mehr erklären. Ja. Oh Gott, 2 Enderman, 3 Creeper, ein großer Slime, ein kleiner Slime. Pass auf. Ich weiß, wo ich hier stehe. Gucke mal, falls irgendwas in meine Nähe kommt, dass ich dann schnell abhauen kann. Ja, ich hab dich so halb im Blick. Ich achte mal so auf deine Umgebung. Das Einzige, was jetzt in deine Nähe kommt, ist ein Enderman, also vorsichtig. Ja, und der Slime ist jetzt könnte dann eventuell jetzt auch Aggro gezogen haben. Ja, hat er. Er kommt. Ach Mann, hau ab, du! Los! Du Blobbel, du Wackelpudding. Sticks. Wenn man wenigstens aus deinen hässlichen blauen Kugeln grüne machen könnte. Die blauen Kugeln sind aber auch schon mal nicht schlecht. Ja, naja.
Ich glaube, ich habe ihn zu großen Baum angefangen abzuholzen, aber egal. So, gleich ist auch meine Axt kaputt. Eine Schmelze steht ja da hinten schon. Die Frage ist, ob man sie mal nutzen könnte, beziehungsweise ob die Warze die schon ausgebaut haben. Warte, hier, Eisenaxt. Ah. Ich kümmere mich doch darum. Bleib doch geschmeidig. Yeah. Oh, da. Das reicht mir erstmal davon. Ja, okay, hier wird es erstmal ein UFO geben. Das Ding baue ich spät. Wird irgendwann anders abgebaut. Okay. Die Sunflower Seeds waren die, Try to soon. Und da kam der Rage Quit. Muss man an dieser Stelle sagen, ich kenn's, darum kann ich darüber lachen. Ja, wie gesagt, ich habe zwar kein Rage Quit gemacht, aber ich bin auf Creative umgestiegen, um davon zu gehören die Sunflower auch zu Dings? Ist auch eine davon. Und die Cotton-Sorte, die wir hier haben, gehört auch dazu, ne? Genau. Wir können auch Baumwollfarben bauen und was nicht alles. Was haben wir hier denn noch so drin? Was die beiden kriegen wir da nicht mehr rein. Ja, die Kiste ist voll. Ja. Die Wanne ist voll. Da. Hier, die Erdbeeren gehören da auch zu. Cotton gehört dazu. Cherries gehören dazu. Es gibt dann aber zwei Sorten Cotton. Mhm. Nur dann schon mal. Ja, wir haben viele. Wir haben auch Blaubeeren und sowas, glaube ich, doppelt, ne? Ja. Das sind aber halt, weil die Natura-Büsche das halt hinzufügen. Richtig, und die wachsen ja von alleine. Es ist, eins ist mir jetzt aufgefallen, aber die Ironberry-Büsche, die vermehren sich nicht von selbst. Die vermehren sich nicht. Die sind so, hast du so viele von, wie du hast. Schade. Apropos, also mit Copper kann man sich Büsche, die Bärenbüsche, warte mal, lass mich mal überlegen. Wir haben hier hinten so viel schönen Platz und. Mach aber eine kleine Koppelwand außenrum, damit dann andere wissen, dass das unsere sind. Oder ein Schild dran, Bärenbuschfarm oder irgendwie so. Wie viel kann ich denn davon machen? So. Ja. Wie weit machst du? Ah, du lässt mal drei dazwischen frei, gut. Sagen wir mal Blackberry. Oh, zack. Wie gesagt, ein bisschen Eisen, also für einen Eimer werden wir wohl mal haben, ne? Noch. Ich habe die 23 Eisen, die wir hatten, komplett eingeschmolzen. Und ich habe 8 Stück verbraucht, um das Werkzeug herzustellen und 2 habe ich noch im Inventar. Alles klar, weil wie gesagt, ich schmeiße die 2 mal hier eben hin. Ja, dieses Jittery. So, wie gesagt, mit einem Eimer kann man dann zumindest schon mal ein kleines bisschen was machen. So, restliche Eisen hier rein, das da rein. So. Ja, genau. So kann man es auch machen. Hatte ich mir auch überlegt, dass wir hier dann die ganze Ecke und dann halt noch von Pam's Harvestcraft etwas zum Essen hier anbauen. Also etwas ganz Wichtiges. Nicht ewig meine Sprint-Taste diesen Jittery-Run machen würde. Ne? Ja, das kenne ich auch. Das geht mir so ein bisschen auf den Nerv. Dann machen wir dann haben wir hier nämlich genügend Platz, wenn sich die Büsche vermehren, dass wir da ordentlich was hinstellen können, weil das ist nämlich eine äußerst effiziente Nahrungsquelle. Mhm. Wir müssten eigentlich nur noch, das heißt, verdammt, ich habe es zu klein gemacht. Ich brauche noch Platz für die 4. Sorte Büsche. Okay. Nur die müssen wir dann halt im Zweifelsfall erstmal finden. Alles klar. Dann bau das mal so, wie du es dann noch brauchst. Dann mache ich hier vorne erstmal meinen Pseudobrunnen hin. Ich brauche nur einen, damit ich jetzt hier nicht in einer Tour runterlaufen muss zum Wasser holen. So, zack. So, dann brauche ich noch ein bisschen Cobblestone wieder. Okay, alles klar, das passt. Mal Breite hier. Oh Gott, Creeper in the Head. Creeper in the Head? Ach so, alles klar. Know what you're saying. Dum 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 da da dum dum da.
Ja, und im Endeffekt kann man ja sagen, was wir planen für ein Häuschen und so weiter. Also ein Berg wird es dieses Mal nicht werden. Und ganz bestimmt kein Schnee. Ich habe da einen super geilen Berg gefunden, der zugeschneit war. Ja. Da bin ich ganz schnell dran vorbeigeflogen, als ich mich umgeguckt habe. Ja, das mit dem Schnee. Verzeihung kurz. Kein Problem. No-Go. Schnee ist ein No-Go geworden. Ach, okay. Abgehustet, Schluck getrunken. Jetzt geht's wieder. Das mit dem Schnee hat sich wirklich erledigt. Ich hatte sogar zwischenzeitlich schon die Überlegung, ob wir nicht einfach uns irgendwo... schon wieder ein Endertod. Ob wir uns nicht einfach irgendwo in eine Wüste verkrümeln und jede Form von Wetter von vornherein ablehnen. Das ist auch eine Möglichkeit. So, er braucht die Fläche. Das heißt, nach hier hinten hin müssen wir dann noch so ein bisschen dran terraformen, würde ich behaupten. Das ist ja auch kein Ding. So viel brauchen wir ja nicht. Ich glaube, wenn wir Kaffee hier anbauen noch, dann sind wir schon glücklich. Ne? Kaffee, Tee und vielleicht Erdbeeren oder sowas. Weil inwieweit funktioniert denn das mit den Getränken dann überhaupt bei Pam's Harvest Craft? Brauche ich dann wieder einen Becher? Nee, brauchst keinen Becher. Das Schöne ist, du brauchst den Kaffee noch nicht mal in den Ofen schmeißen. Dank Shapeless Crafting kannst du einfach aus deinen zwei Kaffeepunkten von Pam's Harvest Craft einen Kaffee machen. Das ist ja doof. Kannst natürlich auch regulär machen, schmeißt es in den Ofen rein. Ja, also wenn, dann möchte ich das richtig schön im Ofen haben und heißen Kaffee haben. Vorzugsweise sogar dann noch aus so einer Barrel. Aber dann müssten wir wieder mit IC2 anfangen. So. Aua. Oh. Dann könnten wir mit IC2 noch ganz andere Getränke basteln. Was so. Mir ja eigentlich auch ganz lieb wäre. Oh ja, also Möglichkeiten, was Nahrung angeht, haben wir ja hier mehr als genug. Also ich sag mal so, ich freue mich theoretisch schon darauf, wenn ich dann wenn wir auch Erdnüsse gefunden haben und keine Valve-Discs. Ja, das war ja dann der Grund, weshalb wir die Portalgang-Config umgeschrieben haben, beziehungsweise du sie umgeschrieben hast. Weil es ging halt nicht anders. Weil sich halt die Portalgang-Mods gedacht hat, hey, da ist zwar eine ID vergeben, aber die nehme ich mir einfach. Ja. Yeah. Und ja, ups, hala. So, unsere Grundhaus steht auf. So, ich arbeite mich derweil mal versuchsweise hier in der Schlucht treppenförmig nach unten. Mach das. So, mal gucken, haben wir hier noch Kobbels? Beziehungsweise ich mache erstmal da oben das Ding fertig und dann arbeite ich mich hier runter, dass wir an versorgungstechnische Güter kommen. So, machen wir jetzt ein paar Zäune. Schön die aus mit Stein. Ja, genau, die wollte ich auch gerade noch machen. Müssen wir mal gucken. Nach hier müssen wir, glaube ich, dann so ein bisschen anbauen noch, dass wir hier dann irgendwann einfach so einen Durchgang haben, in die Außenwelt. Zack, zack. Und hier fange ich dann mal mit meinen Feldern an, würde ich sagen. Guck mal, was haben wir denn hier für eine Breite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt... Ah, hat er sich abgeregt? Nee, Niklas hat den richtig gemacht. Richtig, Niklas war es, Mensch. 1, 2, 3, 4, das heißt, wenn ich da Wasser hinmache, dann passt es doch so ungefähr. Oh, Soundlag. Jo, hatte ich auch. 1, 2, 3, 4, das heißt, hier dann noch eine Reihe Erde drin. Da erstmal Wasser rein und dann bauen wir uns gleich mal eine kleine Ho. Ach so, deswegen haben wir Soundtrack. Der ist wieder in den Nether gegangen. Alles klar. Ah, ist das schön. Nein, eigentlich nicht, aber... Man kann sich ein bisschen drüber amüsieren. Und wenn sie das dann hier bei uns sehen, werden sie wahrscheinlich erstmal uns versuchen zu trollen hinterher. Mit Sicherheit. So, also ich habe meinen Abschnitt hier schon mal fertig. Mhm. Jawohl, wie gesagt, ich möchte das hier so machen. Ja, deswegen mache ich dieses Wasser hier hin. Damit man hier so ein bisschen hat, und dann kann man bis hier vorne das hier also als ein Feld machen. Und so unterteile ich das dann halt für die verschiedenen Sachen. Das heißt, ich baue mit, wie gesagt, ho. Hi ho, haben wir noch Erde? Dann kann ich dann noch ich habe gerade meine letzte Erde verbraten. Ich habe noch ein einziges Erdstück in der Hand. Gunpowder, Flint, Kohle. Ach, du grüne neue Sticks haben wir auch keine mehr, na gut. Doch, 12 Sticks habe ich gerade in die Kiste gelegt. Ah, okay, jetzt zeige ich mir aus meinem letzten Holz noch was gemacht. Boah, wir brauchen unbedingt ein Dach. Ja, theoretisch reicht ein ganz normales Holzdach auch erstmal wieder. Ja.
Hoppa. Nehme ich gleich mit. So. Ist sehr wichtig für den Anfang. Ich stehe trocken. So.